Servus meine Freunde und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist Weihnachten, also erstmal alles Gute zu Weihnachten und ich hoffe, ihr kriegt heute ganz, ganz viele Geschenke. Ich habe mich doch nochmal dazu entschlossen, hier nochmal Player Picks zu machen, meine Freunde. 1 von 3, 85 plus und danach kommen nochmal ein paar Packs, so ungefähr 8 Stück oder so. Ist was Cooles bei. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch das 10-Münzen-Pack aufmachen. Das 30-Münzen-Pack machen wir dann natürlich auch noch auf. Bevor wir jetzt hier reinstarten, meine Freunde, wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, könnt ihr das gerne machen. Gebt dem Video ein Like. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank dafür, für eure ganze Unterstützung die letzten 2 Jahre hier. Sehr schön. Wir haben die 3000 Abonnenten geknackt, meine Freunde. Vielen Dank. Wir gehen rein. 1 von 3. Let's go. Ja. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, bei so einem Ding hier, natürlich würde man De Bruyne nehmen. Die Frage ist, ist der Inform jetzt relevanter? Die 83 mal 10 Packs, da braucht man natürlich einen Team of the Week Spieler, wenn man die jetzt noch weitermachen will. Oder ob man sich dann einfach einen Inform kauft. Die liegen gerade so bei 33.000 Münzen. Das ist die entscheidende Frage. Da habe ich jetzt gerade eine coole SPC, die ich machen würde. Ja, Hernandez wollte ich eigentlich machen, ne? Die Icon, die wollte ich eigentlich machen. Dann braucht man natürlich De Bruyne. Dann brauchen wir natürlich De Bruyne, meine Freunde. Nächster, ich hoffe, der Pick geht genauso weiter. Griezmann oder Renard? Natürlich Griezi. Ist natürlich klar. Bis jetzt alles super. Nächster, come on. Ja, Dumfries. Ist doch völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Schon mal gut reingestartet. Warum haben wir eigentlich keine Mucke an hier, meine Freunde? So mal ganz nebenbei. Warum haben wir eigentlich keine Mucke an hier? Würde sagen, einfach laufen lassen, oder? So, dann kommen wir, genau, wir können ja jetzt gleich die 10 Münzenpacks machen hier und die 30 Münzenpacks. Mal gucken, ob wir da vielleicht was Cooles ziehen. Let's go. Gib mir wenigstens irgendwie ein 82er oder irgendwas, das wäre schon völlig in Ordnung, würde ich sagen. Wir ziehen Bootman, jawohl. Ja, passt doch, 83. Ist okay, für 10 Münzen nimmt man das gerne mit. Götze noch. Leiser machen hier für mich. Völlig in Ordnung. Ich hoffe, der 30 Münzen Pack ist dann natürlich genauso. So, come on. Spanien schon mal gut. ZM auch immer gut. Real Sociedad. Weiß ich jetzt ja nicht. Mikel Merino. Ja, 84. Völlig in Ordnung. Lukaku noch? Ja, 2x84, sauber. Oh, was haben wir denn hier schöne? 2 seltene Goldspieler. 80x10, 83x10. Ja, seltener Gold-Profi-Pack. Ja, ist jetzt nicht so viel, hatte ich ja am Anfang gesagt. Aber wie gesagt, ich hatte mich einfach doch nochmal dazu entschieden, hier an Weihnachten gleich nochmal so ein Ding rauszubringen. Ich erinnere nur nochmal dran, meine Freunde, falls ihr das Video heute seht. Heute um 19 Uhr kommt die Verlosung der 50 Euro PSN-Codes. 30 Euro und 20 Euro sind natürlich auch noch mit bei. 19 Uhr kommt das Video raus. So, seltener Profi, 75 plus. Naja, wenn da ein 80er drin ist, ist das doch in Ordnung, oder? 81, den haben wir sogar schon. Na denn, und tschüss. 81 mal 2, da kommt doch was. Ja, Walkout, meine Freunde. Walkout, Torwart. Ter Stegen, meine Freunde. Ter Stegen haben wir gezogen. Sehr schön. Haut euch das an. 89er Karte. Sehr gut, kann ich gut gebrauchen. Zielinski nochmal. Das ist auch so ein Pack, ey. Ja, manchmal muss man auch mal einfach ein bisschen Glück haben, ne? 80 mal 10. Kein Walkout. Kein Walkout. Können wir wegdrücken. Hummels. Okay. Ja. Nur ein Duplikat. Ihr seht also, mein Verein ist immer noch leer. So, jetzt haben wir hier 83 mal 10. Machen wir das zum Schluss auf oder machen wir gleich auf? Wir machen ihn jetzt auf und ihn zum Schluss, ja? Walkout. Nächster Walkout. Italien habe ich so oder so nicht. Da habe ich ganz, ganz wenige Spieler von. Weil die fliegen immer gleich in der SPC. Weil ich nämlich, Varela, weil ich nämlich keine italienische Liga spiele. Ja, ist ein Walkout. Ist ein Walkout. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh ja, Inform noch. Ich habe vorhin noch gesagt, ja. Inform eigentlich ganz wichtig. Lobotka. Ja, können wir da verkaufen. Passt doch. Hier eine 80er. 2000, ja. Könnte hinkommen. Na siehst du, hat sich doch schon mal gelohnt hier. So, jetzt machen wir die seltenen auf hier. Dreimal. Die einfachen Dinger.
Kein Walkout, können wir gleich durchrennen. Komplett. 4 Packs noch. Wieder kein Walkout. Ja, wir haben ja jetzt schon 3 gehabt, ne? Was ist das hier? Ganz schnell weg damit, meine Freunde. Kein Walkout. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also das wäre jetzt ein Kracher, wenn da drin, da jetzt ein Walkout drin wäre. In die kleinen Dinger. Obwohl, wie gesagt, manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. Nee, das war keiner. Lopez. Und nochmal. 3-mal seltene. Kein Walkout. Aber Brasilien. Kann man eigentlich auch immer gut linken. Ja, natürlich, Fred. Und weg damit. Jetzt kommen wir zum letzten Pack, meine Freunde. Zum letzten Pack. 83x10. Let's go. Come on. Walkout. Walkout. Maresch. Ja. Double Walkout vielleicht noch? Nee. Ganz normaler. Maresch 86. Ja, ich hoffe, da ist noch ein 85er dahinter, damit sich das so ein bisschen lohnt. So ein bisschen. Hernandez, ja, 84 ist okay. Oh, okay. Da haben wir wieder ordentlich 83er gesammelt hier jetzt. So, was haben wir noch? Galton und Sergio Busquets. Mache ich davon jetzt irgendwas? Nee, ich mache davon nichts. Davon machen wir nicht mehr, meine Freunde. Und tschüss, würde ich sagen.